Braunkohle, das ist einfach Klimakiller Nummer 1. Natürlich, Kohleverstromung macht heute keinen Sinn mehr. Aber irgendwie stelle ich auch fest, dass Menschen immer älter werden und immer länger gesund bleiben. Also ganz so schlimm kann es dann auch wieder nicht sein. Glyphosat hat auf unseren Äckern nichts zu suchen. Ja, also wir haben ja diese Grenzwerte nicht, damit man sie dann fröhlich umgeht. Das ist richtig kriminell. Profit machen mit einer Technologie, mit Autos, die nachweislich unser aller Gesundheit gefährden. SPD als Beschützer der Autoindustrie? Nö. Ich behaupte mal, auch meine Partei, wir sind auch eine Ökopartei.